Das Dorf setzt sich aus Hausbooten zusammen, denn das ganze Meer ist unsere Heimat. Jawohl. Sag mal, willst du meinen Chalilos haben? Wenn du mir dafür ein Grumble gibst, gehört es dir. Nein, danke. Die unendlichen Weiten des Meeres laden ein, einfach drauf loszuschwimmen. Hallo Gastrodon. Es ist schon ein schönes Dorf. Oder ist es eine Stadt? Naja, nicht wirklich. Ist weder Dorf noch Stadt so richtig. So, unsere Pokémon sind wieder fit. Aha! Ich soll einem Pokémon aus deinem Team Zenitstürmer beibringen, sehe ich das richtig? Ja. Nur Rayquaza kann Zenitstürmer erlernen, aber dieses Pokémon hast du leider nicht dabei. Ich habe mein Elternhaus verlassen und bin von weit her angereist, um Karpador aufzuziehen. 8 Prüfungen gilt es insgesamt auf der Inselwanderschaft zu bestehen. 2 davon werden auf Pony abgehalten, nämlich die älteste und die neueste. Das ist doch wirklich interessant, oder? 2 Prüfungen erwarten uns noch. Dracometeor ist die stärkste Drachenattacke, die es gibt. Soll ich sie einem deiner Pokémon beibringen? Gut, dann wähle bitte aus, welchem Pokémon ich die Attacke beibringen soll. FM. Rein theoretisch wäre dem Pokémon schon dazu in der Lage, die Attacke zu erlernen. Es gäbe da allerdings auch eine Bedingung, die es zuvor erfüllen müsste. Ich kann die Attacke eben nur Pokémon beibringen, die maximales Zutrauen zu ihrem Trainer haben. Och, come on. Ich würde in diesem Revier versetzt, habe ich hier. Aber hier gibt es ja noch nicht mal eine Polizeiwache. Ich könnte ja auf dem Rücken meines Weilers eine Polizeiwache einrichten. Ärgerlicher Fall. So, schauen wir kurz in den PC rein. Du müsstest jetzt eigentlich ein bisschen was gekriegt haben. Genau, Aerodactyl haben wir zum Beispiel bekommen. Aerodactyl können wir hier reinsetzen. Wir haben schon 2 Aerodactyls. 1 auf 40 und nochmal 1 auf 40. Cognoson, Schilterus, Anorit, Ammonitas, Galapafloss, Flapterix, Valgoras. Und ein schillerndes, nein, ein Amphira. Ich hatte letztens ein Reitschirmteam. Ach doch, stimmt. Ja, tatsächlich, da war ja was. Kajutsu, Sandama, Amigento, Lunala, Fuego, den Rest kennt ihr alle. Was? Warum ein Kabel? Wieso habe ich hier ein Kabel? Habe ich ein Kabel? Warum habe ich ein Kabel gefunden? Okay, das sind die Herrscher-Pokémon. Dann habe ich hier noch einen Knork auf 38. Kannst auch hier rein. So. Na, dann geht die Reise mal weiter. So, 200 Superbälle, 200 Pokébälle. Kann man noch 20 würde ich Superbälle drauflegen. Und nochmal 20 Hyperbälle. Stattliches Pokéball, stattliche Pokéball-Sammlung, die wir haben. Supertrank, können wir 7 draufhauen. Ah, 7, nur 7, danke. Sehr schön.
Ach, das haben wir schon. Mit dem haben wir schon geredet. Mit dem haben wir auch schon geredet. Was hast du denn noch so für mich? Hallo! Gut zu wissen. Okay, ich habe hier einiges. Alle verkaufen hier. Jetzt haben wir tatsächlich ein bisschen mehr Geld. Und tatsächlich muss ich sagen, wir müssen mal kurz schauen, welche Attacken hat. Blizzard, Solarstrahl 10.000, Schlammwoge 10.000, Feuersturm 30.000, Fokusstoß. Solarstrahl können wir auf jeden Fall kaufen. Donner und Steinkante. Oder Blizzard. Lass mich mal kurz schauen. Steinkante schon, das ist gut. Ich brauche mir die Steinkante nicht. Blizzard, ja. Solarstrahl, ja. Jetzt ist die Frage. Genau, danke dir. So, und jetzt haben wir nämlich hier einige neue Attacken. Stopp, nein, nein. Ah, B, Hilfe, raus hier. Beutel. Weiß ich, dass Empoleon Blizzard erlernen kann. Donner für Donnerschlag.
Okay, gut. So, dann können wir jetzt weitergehen. Unsere Pokémon können neue Attacken. Das ist schon mal sehr gut. Aber wir haben hier eine Mission vor uns. Ich werde versuchen, mit dir Schritt zu halten, Matze. Ich schaffe das schon. Immerhin habe ich einen Topschutz dabei. Außerdem bist du ja auch noch hier, Matze. Macht sie das mit Absicht, dass sie unseren Namen so oft sagt? Wer beim Tanzen nicht nachlassen möchte, muss lernen, sich zu fokussieren. Wenn du es tatsächlich mit mir aufnehmen willst, musst du erstmal beweisen, dass du über genügend Fokus verfügst, um alle Trainer in der Nähe zu besiegen. Ich habe mir eine neue TM zugelegt und du bist derjenige, an dem ich sie ausprobieren werde. Ich bitte darum. Let's go! Astrainer Achi. Fängt mit Tropius an. Wir starten mit Volverock. Und Steinkante. Oh oh. Sehr gut nochmal. Und FM schlägt Dressella. Voraus erreicht Level 48. Achim ist besiegt. Ich hätte weniger herumprobieren und mehr gewinnen sollen. Tja, er wollte unbedingt Solarstrahl einsetzen. Hat aber nicht geklappt. Mit Sonntag hätte ich die Attacke Solarstrahl einsetzen können, ohne sie vorher aufzuladen. Das hätte mir vielleicht den Sieg eingebracht. Tja. Hätte wäre, wenn. Pokémon ist kein Sport für Konjunktive. Wenn diese fein angezogene Surfer auf Tohaido surfen kann, sollte er mit Mantax eigentlich auch zurechtkommen, oder? Sein Surfstil soll total lässig und routiniert sein. Aber kein Wunder, er ist schließlich ein angesehener Trainer. Herzlich willkommen bei der Surferstelle am Strand von Pony. Kann ich irgendwie helfen, bevor du dich auf den Rücken von Mantax schwingst? Nein, danke, ich möchte auch nicht. Nee, kann ich. Okay. Ich glaube, dass man nur mit Mantak vielleicht rüber surfen kann, weiß ich nicht.